Haben die echt gut nachgebildet von Alien-Filmen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Schade, dass es nur ja, bei einem Teil so geblieben ist, außer Alien Isolation, aber irgendwie finde ich den Teil jetzt nicht ganz so prickelnd. Jau! Alter, was schießt du mit irgendwelchen Handdingsbums, ey? Jau, lädt ewig jetzt. Wow, Alter. Draußen wird's hell. Schon wieder die Schrotgarten, Alter. Geht's noch? Und hier draufhalten. Warum schießt der? Wie kann der mich denn treffen? Der schießt durch Wände durch oder was? Kleiner Kotnascher, ey. Ah, ausgerechnet, das muss ich nachladen, Mann. Geh doch mal kaputt, du Lauch, ey. Oh, wer wacht, wer nicht wacht, der nicht gewinnt, ey. Ist ja schlimm. Ich muss die ganze Scheiße mal von vorne machen muss, Alter. Was ein Scheißdreck, ey. So. Ja, ganz geil. Mein Gott, das ist nicht dein Gott. Ne. Oh, es ist wieder so. Na komm schon, lad nach. Alter, wo kommst du weg, du behinderter Sack, ey? Ich brenn dir ein. Boah, krasses Pferd, ey. Diese Knarre ist geil, die macht echt Fetz, ey. So, leider gab es jetzt damals nicht so viel Moon. So, voll Stoff. So, jetzt erstmal wieder Knarre wechseln. Da geht echt schnell die Munition drauf. Das ist echt scheiße bei dieser Knarre. Das mag ich gar nicht so. Ja, jetzt hängt man hier wieder fest. Er sitzt wie auf Präsentierteller, ne? Jetzt aber. Gleich kriegst du richtig. Alter, O'Neill! Junge, Junge! Alles aufsammeln. Haben wir alles? Sehr schön.
142 Schuss, 95 haben wir noch drin. Ja, geht aber. Was haben wir hier? Da ist wahrscheinlich zu. Sieht wieder nach zu aus. Nach zu. Jo. Alles klar. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ey, schon geil. Richtig geil. Geil, vom Detail her finde ich das richtig geil. Richtig Porno, ey. Sie bringen einen Gefangenen zu einem Transportpanzer. Könnt ihr das verhindern? Nee. Bishop. Fangen Sie mit Schießen an. So. Gut geschossen, Virus. Danke. Das Feedback höre ich gern. Und ihr rennt. Immer. Komm bloß nicht zu nah, räudiges Drecksteil. Ja, ich auch. Wow. Okay. Alles klar, O'Neill? Ja, es ist. Oh, das sieht ja mein. Ach, Mann! Voll! Aber nach Ladia. Jo. Sehr schön. Und dieser O'Neill, ne? Der ist, ach, guck mal da. Sehr schön. Ja, wie. Voll, voll. Drei Ladungen nur. Ja gut, wir haben auch nicht viel verballert, aber ich habe gerade leer geschossen. Wo war sie? Die. Oh, ich habe aufstoßen. Entschuldigung. Ach so, das ist für Schrotflinte. Klar. Da kann ich damit nicht ausrichten. So. Wo ist er? Wo will er jetzt schon wieder hin? Ah, er wollte mir zeigen, dass er noch. Ja, okay, danke, O'Neill. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da hoch. Ja, er rennt einfach weiter. Er weiß ja nicht, ob da noch einer ist. Wow. Ich habe aber echt spät geschossen, muss ich sagen. Warte, kann ich da nicht mal zumachen hier? Alles klar. Man kennt das im Film. Ja, ich mach zu und danach schleicht sich doch trotzdem noch wieder was ein. Oh, ich muss jetzt einen ziehen lassen. Oh. So, gehört gar nicht hier rein in das Spiel. Entschuldigung, ich bin aber auch nur ein Mensch, ja. So.
Das nenne ich doch mal eine Gaming-Wand, Alter, ne? Da oben hast du einen Chat, sag ich mal. Da unten hast du das Spiel. Hier unten hast du so ein Aufnahmeprogramm drin, sowas, ne? Oder dein Streaming-Programm. Ja, was auf den anderen Monitoren hast, das könnte, kann man sich ja dann aussuchen, gell? Aber wow! Da gehört viel CPU, viel Arbeitsspeicher dazu. Ja, ja. Ja, machen wir da mal wieder zu. Ich sehe hier überhaupt nichts, ey. Oh. Da ist er! Wie jetzt? Ohne Scheiß? Hoffentlich ist dieser Bastard das Ganze auch wert. Ja, das weiß ich nicht. Ja, du musst die Tür aufmachen, O'Neill. Du kennst den Geheimcode. Danke, Alter. Wir rennen die einfach so durch. Können Sie das sehen? Kommen, Actual. Da ist ein ÖLG-Schiff am Boden. Damit kommen wir von diesem Planeten weg. Hallo? Actual? Actual? Wo zum Teufel ist der hin? Gute Frage. Was? Oh, Neil, wir müssen hier weg. Jetzt! Cruz, er wusste schon von diesem Verräterschwein, bevor er die Mission autorisiert hat. Es ging niemals um Bella. Oh, Neil, rein in den Transportpanzer! Actual, hier 2-1 sind mit dem Gefangenen unterwegs. Sie haben uns einiges zu erklären, Sir. Scheiße, und ich konnte mir jetzt nicht die Munition mitnehmen. Ah. Irgendetwas stimmt da nicht. Die scheinen ganz schön sauer auf Sie zu sein. Haben Sie Grund dazu? Ja. Wer ist das? Überstürzen Sie nichts, mein Junge. Haben Sie von dem Register gewusst? Sie wären sowieso gegangen. Wussten Sie, dass Bella auf jeden Fall sterben würde? Ja. Und Sie wussten das auch. Aber nichts hätte euch davon abhalten können, es trotzdem zu versuchen. Vergessen Sie es. Nimm sie runter. Wir haben unser Leben riskiert, um diesen Kerl aus Wayu rauszuholen. Vergessen wir mal die ganzen Lügen. Warum ist dieser Marine so wichtig für Sie? Was war auf der Sulaco los? Lügen Sie mich nicht an. Lügen Sie mich ja nicht an! Holen Sie die Tasche des Soldaten. Wer ist das zum Teufel? Na toll. Nochmal das Ganze. Ich bin Corporal Hicks von der USS Sulaco. Ich wurde von Weyland Yutani monatelang gegen meinen Willen festgehalten. Sie wollten Informationen. Bishop? Sind Sie am Leben? Ein anderer Bishop. Wie haben Sie überhaupt überlebt, Hicks? Man hat Sie vor 14 Wochen für im Kampf gefallen erklärt. Wir sind wegen Ihres Notrufs gekommen. Wären Sie gestern nicht gekommen? Welche Informationen haben Sie denen gegeben, Corporal? Nur, was Sie sowieso rausbekommen hätten. Genug, um am Leben zu bleiben, ohne viel zu verraten. Captain! Den haben wir da befreit! Wir haben von nichts erfahren, als es schon zu spät war. Ich hatte nicht geglaubt, dass auch nur einer von Ihnen überleben würde. Es tut mir leid wegen Bella. Sie haben ja keine Ahnung. Die hatten seit Wochen einen Gefangenen da drin. Und Weyu hat ein ULG-Schiff auf dem Planeten. Es ist meine Pflicht, die anderen 100 Marines hier wegzubringen. Dann Beeilung, Sir. Das letzte ÖLG-Schiff startet bald und kommt nicht zurück. Sie kennen die Abflugzeiten? Ich weiß noch viel mehr als das. Sir, wir erwarten in Kürze 2 Marine-Einheiten. Was? Mehr als 100 Xenos sind auf dem Weg zu Hadley's Hope. Krasses Pferd.
Oh Mann, mehrere Xenos. Oh wei, oh wei, oh wei. Wo kann so ein Soldat noch hinführen? Heieiei, nächste Mission, weiter geht's. Ah. In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg! Los! Yeah!